damit auch meine ehemaligen Glaubensgeschwister eine Möglichkeit haben, das eins zu eins nachzuschlagen, nachzuforschen, was es überhaupt für eine Religion ist. Weil du siehst, viele kennen sich nicht damit aus und wissen auch gar nicht, wo die suchen sollen. Verstehst Ja. du? Also muss ich ihnen Offen. helfen. Im Internet. Und ich habe richtig krasse Sachen gefunden. Ich habe irgendwelche Spermaflecken gefunden von Mohammed. Spermaflecken von Mohammed. Also in einem Ja, es gibt Hadith. den Hadith. Es Ja, gibt den ich Hadith, wo weiß. die Aisha seine Samen Ja. von seinen Kleidern wäscht. Und dann ist er auch noch mit diesen Samenflecken zum Gebet gegangen. Er war am Beten mit Samenflecken. Aber weißt du, was ich Unglaublich, krass ey. finde? Dass die meisten Leute wissen, dass Mohammed eine Frau hatte, die 9 war, und die setzten sich dafür gar nicht mal ein. Weißt du, ich frage sie immer, wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr 9 Jahre alt wärt und einen 50-jährigen Mann hätten? Die antworten nicht, die kicken mich immer. Ja, das ist natürlich ein schmerzhaftes Kapitel, ne, in Mohammeds Leben. Und viele Muslime haben ein Riesenproblem damit. Wir alle Christen haben auch ein Problem, wenn wir auf einmal Ja. sehen, dass da das Vorbild der Muslime da ein 6-jähriges Kind geheiratet hat, das mit Puppen gespielt hat und sie entjungfert hat, als sie 9 war. Das ist eine Katastrophe, ist das, Mann. Ja, natürlich. Und dann, die leugnen das, die sagen, nein, stimmt nicht, stimmt nicht. Die glauben an deren eigenen Hadithen nicht. Ja, Das finde doch, ich die schon glauben krass. schon, aber versuchen das so gut es geht unterm Teppich zu kehren, erstens das, und zu verleugnen, also nicht sich damit zu beschäftigen, nicht darüber tiefer nachzudenken, ne? Einfach nur so oberflächlich. Ah, damals war das normal so, nein, damals war das überhaupt nicht normal. Das Warum finde war ich das in schon der krass. Zeit des Herrn Jesus Christus, wo noch 600 Jahre bevor Mohammed kam, haben die Leute da nicht irgendwelche Kinder geheiratet? Nein. Nein, du hast recht. Nein. Und weißt du, was noch krasser ist? Ich frage immer, warum hatte Mohammed 13 Frauen? Die sagen, er wollte sie beschützen. Aber ich sag denen, nein, weil er hätte sie adoptieren können. Oder sagen ich Ganz denen, danke genau. Allah. Sehr gut. Oder Sehr gut. dann sage ich denen, aber in Al-Bukhari's Vol. 50,15 steht, er hat die alle in einer Nacht entjungfraut. Und dann Er bin hat eine Runde gemacht. Er hat eine Runde gemacht bei all seinen Frauen. Meinst du diesen Hadith? ja. Ja, da Sexuelle. siehst du, dass der Mohammed wie so ein SEX-Weltmeister da in den Hadithen beschrieben wird. Und er so voll der Player war mäßig, ne? Dass er 9 Frauen an einem Abend beglückt hat. Das ist heftig. Guck mal, wie die sind so darstellen, als ein Womanizer sozusagen, ne? Das ist halt das Krasse. Und der Jesus würde sowas niemals erlauben. Ja, das Aber siehst du, Allah ne? erlaubt das. Er war ja specialist Ja. mit Mohammed. Ja, genau. Da siehst du das. Da siehst du den Unterschied zwischen Heiligkeit und Unheiligkeit, ne? Aber die sagen mir, ja, der war anders, der war anders. Ich frage sie, für Allah ist doch jeder Mensch gleich wert. Die sagen mir, nein, die Propheten waren Special Edition, die waren etwas Besseres. Special Edition. Man muss sich mal vorstellen, die Unterwäsche des Propheten ist ein Heilmittel, das Kranke genesen lässt. Sahih Muslim, Buch der Kleidung, Seite 1641, Hadith 2069. Aisha kehrte von Asma, Aisha Schwester, zurück und sie sagte ihr, dass dies die Unterwäsche des Propheten ist. Wir waschen sie, sodass die Kranken durch sie die Unterwäsche genesen werden können. Das ist unglaublich. Man sollte auch den Also Hadith. die machen aus Mohammed irgendwie so eine Gottgestalt, verstehst du? Yeah. Die denken ja, wer Gott. Aber dann leugnen die das wieder. Aber Ja. weißt du, was man tun sollte? Weißt du, ich würd gerne so einen Comic machen und alle Hadith reinpacken. Und dann liest man sich das durch und die lachen darüber bestimmt, wenn die das durchlesen. Weil diese Sachen, die in den Guck Hadith. mal hier, guck mal hier, guck mal hier. Sahih al-Bukhari, Buch 8, Hadith 373. Sahih al-Bukhari, Buch 72, Hadith 750. Ich sah Bilal, wie er die Überbleibsel des Wassers, mit dem der Prophet sich wusch, an sich nahm, und viele Muslime, die sich um dieses Wasser zanken und es auf ihre Gesichter auftrugen. Wer nichts davon für sich bekam, streifte et einfach etwas von den feuchten Händen seines Nebenmannes ab und verteilte dies dann über sein gesamtes Gesicht. Also du siehst, wie Mohammed so vergöttert wird, ne? Es ist unglaublich. Die machen aus ihm Gott so unbewusst. Das ist halt voll eklig, was die gemacht haben.
Das Guck mal ist hier, der Prophet wäre beinahe gestorben, weil Muslime um sein Waschwasser kämpften. Sahih Muslim, Band 4, Seite 1812, Hadith 2325. Sahih al-Bukhari, Band 2, Seite 976. Ist das zu fassen? Die hätten ihn fast zerrissen, den Mohammed. Stell dir vor, du kämpfst ein dreckiges Wasser. Ja. Das ist komisch, Mann. Das ist einfach krass. Guck dir das bitte an, warte mal. Sahih Muslim, Band 4, Seite 1812, Hadith 2325. Muslime werden durch das herabfallende Haar des Propheten gesegnet. Und Khalid ibn al-Walid bekämpfte und tötete viele Männer, um seinen Turban zurückzubekommen, da sich in diesem zwei Haare des Propheten befanden. Wahnsinn, ey. Du siehst, was für eine Vergötterung dieser Person, dieser Personenkult, wohin das geht. Das ist krass, Mann. Natürlich. Das Buch von Al-Mustadrak in den zwei Sahih, Band 3, Seite 589, Hadith 6181. Wir waren es gewohnt, durch das Berühren der Speisen, die er aß, gesegnet zu werden. Ist das zu fassen? Das Ding ist, die sagen ja, Mohammed ist Gottes Wort. Aber was Mohammed da von sich gibt, das kann doch nicht Gottes Wort sein. Er sagt, lasst euch von einer Katze die Finger ablecken nach dem Essen. Spannend, Mann. Das kann Wahnsinn, doch nicht ne? von Gott kommen. Ja, der Mohammed sagte ja, lasst wenn ihr isst, dann wäscht euer Teller nicht ab, sondern leckt den Teller, weil ihr wisst nicht, in welcher Portion die Segnung so sich befindet. Und dann geht er noch weiter und sagt, leckt eure Finger und dann lasst sie von jemand anderen lecken. Dann Ist wollte unglaublich. ich hab einen Muslim darüber Ja, gefragt. Dr. Sheikh Abu Amir lügt, ne? Warte, Dr. Sheikh Abu Amir ist am Lügen, Weil natürlich, er klar. sagte mir von einer Katze, nicht von einem anderen Mann. Von einer Katze oder von einem Kind, sagt er mir. Er sagt mir, Katzen, ihr Mund, sie haben keine Bakterien. Obwohl das nicht stimmt, jede Zunge hat Bakterien. Ja. Ich stell dir das mal vor, du bist ein Muslim, du isst. Ah, Katzi, komm mal her, leck mal kurz meine Finger. Das kann doch nicht wahr Du sein. siehst ja, was für Bakterien da auf ihrer Zunge sind. Ja. Du siehst, wenn eine Katze oder ein Hund dich so leckt und die ganze Zeit an einer Stelle die ganze Zeit weiterleckt, dann entsteht da eine ganz, ganz schlimme, also diese Bakterien versammeln sich dann genau an der Stelle und da kann es sein, dass da irgendwelche Hautprobleme auftreten. Entzündung oder Pickeln. Natürlich, du siehst, weil die so viele Bakterien auf ihrer Zunge haben. Ja. Er sagt mir, Katzenzungen sind rein. Das ist doch nicht mehr normal. Aber Ja, rein. verstehe die Schia nicht. Ich verstehe nicht, was an die glauben. Die Schiiten? Ja. Die glauben an ihre 12er Imame, ne, dass sie unfehlbar sind und ja, masum, ne, fehlerfrei, unglaublich. Immer auch so Götter aus denen. Unfassbar. Kapiere ich gar nicht. Aber ich finde es korrekt, dass du das hier auf TikTok machst und auf YouTube. Das ist sehr korrekt von dir, Ja, Dr. Sheikh Abu Amir macht das sehr gerne. dass. Nächste Woche nenne ich mich Dr. Abu Hetzer. Dr. Abu Hetzerei der Theologie. Nein, so nenne ich mich dann. Auf TikTok, weißt So, ich hole jetzt jemand anderen mal rein. Ja, Gott segne dich, Einen mein schönen Lieber. Tag noch. Gott segne euch alle Mach's verehrten gut, ja. Ja. Halt im Herrn Jesus Christus fest. Ciao. Hallo, oder was geht? Was geht bei dir, mein Lieber? Gott segne dich und deine Familie. Oh Gott, liegt nicht mehr, Bruder. Ja, gerade gar nichts. Ja, ich bin am Chillen. Ich habe dein Näschen geguckt. Ich habe mich gerade ein bisschen behindert gelacht. Ja, bei Dr. Sheikh, aber mir habt ihr Spaß, Spiel und Spannung. Genau, Bruder, genau, mein Und Bruder. viel Information. Bei mir kann man Das wenigstens ist noch echt, mein Bruder. Informationen noch sammeln und sich weiterbilden. Bei den anderen kannst du Natürlich. nur Verblödungs-TV. Natürlich, mein Bruder, natürlich. Die anderen TikToker werden nur dich zur Verblödung bringen. Hier bei mir lernst du wenigstens sogar noch was.
Das ist richtig, mein Bruder. Aber weißt du, was ich auch krass finde? Was denn? Im Islam sind ja 4 Frauen gegeben. Das ist ja allein schon krass. Und Mohammed hatte ja 13 Frauen. Und seine Lieblingsfrau Ja. Aisha, die war ja 6 und der hat sie halt mit 9 halt. Du weißt schon, mein Bruder, ja. Ja, Entjungfert, ja. Ja. Genau. Und ich finde das auch eine kranke Sache. Also, wenn man so überlegt, dann erst ja der gesamte Allah ist Natürlich. der sauberste und reinste Mensch laut den Muslimen. Und wenn er dann sowas macht, ist schon krass, ja. Ja, da siehst du, dass die Hadithe auf einmal einen ganz anderen Mohammed zeichnen als das, was wir so von Muslimen hören. Merkst du, sie sagen eine Sache, auf einmal macht der Mohammed aber genau das Gegenteil. Verstehst du? Dann Ja. hat man erheblichen Zweifel. Dann denkt man so, von welchem Mohammed redet ihr? So. Ja, Welcher genau, Mohammed das ist ist das, doch, von dem das ihr ist da es doch. redet? Also ich habe Genau. nicht diesen Mohammed kennengelernt in den Hadithen, die ihr mir sagt, das sind eure authentischen Quellen. Das ist also ein ganz anderer Mohammed. Ja, und dass dieser Mohammed der gesamte Allah ist, das ist auch nochmal eine andere Nummer, weißt du, was ich meine? Ja, Mann, aber auf jeden Fall, kannst du mir noch so ein paar Sachen erzählen, so die vielleicht so hilfreich wären oder so, die mich so ein bisschen belehren könnten? Du kannst dir die ganzen Videos von mir angucken auf YouTube. Ne? Da sind voll mit Informationen, geballte Power und voll bepackt mit Ja, Informationen. Ne? ich hab mir schon damals ein paar Videos angeguckt. Ich kenne dich ja auch noch damals von ganz früher mit dem Beef mit ABK. Habe ich mich auch behindert Ja. gelacht, auf jeden Fall. Ja, Mann, auf jeden Fall, Ja, die Leute, durch ihn konnte ich eine sehr große, also sehr viele Menschen erreichen und konnte die aufklären bezüglich des Islams. Wahnsinn, ne? Die ja. kannten ja die Genau, ganzen Sachen gar das nicht. ist ja auch das Gute, weil du machst ja nichts weiter als das Wort Gottes verbreiten und du zeigst ihnen So, einfach auch die erst, ja, genau. Wahrheit, woran die So sieht's Muslime halt aus. wirklich glauben so. Und viele Muslime wissen auch gar nicht, woran die wirklich glauben. Und deswegen finde ich das ja auch so gut, dass du sowas machst, weißt du, Schweine? Ja. Genau. Bete für mich, mein Lieber. Natürlich, Bruder. Danke dir. Hast du selber deine Entscheidung schon für den Herrn Jesus Christus getroffen? Hast du deine Ja, Seele Mann. in Sicherheit gebracht? Natürlich, natürlich. Ich habe Jesus Christus Sehr gut. aufgenommen. Amen. Wundervoll. Amen, Bruder. Sehr gut. Okay. Wie gesagt, also meine Videos sind da voll mit Informationen. Du kannst dich da in Ruhe dadurch durchschauen und dann dir ein paar Informationen daraus holen, ne? Okay, Ansonsten hast du perfekt. eine spezielle Frage, dann kann man ja darauf eingehen oder was? Naja, also so eine spezielle Frage habe ich gerade nicht, aber wenn ich eine hätte, dann würde ich auf jeden Fall nochmal hochkommen, auf jeden Fall, Ja, okay, alles klar. ja. Ja, gut, dann Gott segne dich, mein Bruder, ne? Okay, alles klar. Dich auch, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, dich auch, Bruder, ciao. Okay, ciao, ciao. Ich suche gerade diesen Hadith. Einen Moment. Ich muss den jetzt finden. Mein Gott, da hier sich durchzukämpfen durch die Tausenden von Hadith, das ist unglaublich. Aber ich muss den finden. Ich habe den gefunden. Das ist unglaublich. Sahih Bukhari, Hadith 5456. Der Prophet sagte, wenn du isst,
dann wisch nicht deine Hand, bis du sie geleckt hast oder sie von jemand anderem lecken lässt. Das ist unglaublich. Deswegen habe ich gesagt, das wäre cool mal zu sehen, wenn zum Beispiel Abul Bara, Sheikh Ibrahim und die ganzen anderen Salafis miteinander so einen Festschmaus da veranstalten und dann auf einmal sich die Finger angucken und sich gegenseitig angucken und sich in die Münder von denjenigen reinstecken. So, ne? Hier, leck mein Finger. Ist das heftig. Das ist so heftig. Das ist so krass. Was Sahih geht? al-Bukhari, 5456, was geht? Gott segne dich und deine Familie. Ich liebe deine Videos. Ich habe die letzten Tage geschaut. Aber die dauern Wer alle ist der zwei beste Sheikh? Stunden. Wer ist der beste Sheikh aus Deutschland? Sag es jetzt endlich. Sheikh Amir, wie Ah. heißt und Sheikh Dr. Schweinfurt. Sheikh Sheikh Ahmed, Schweinfurt. genau. Sheikh der Budi, Sheikh der Budi. Genau, Sahih al-Bukhari, Hadith 5654. Ne, Oh mein. 5456. 5456. Sahih al-Bukhari 5456. Der Prophet sagte, wenn du isst, dann sollst du nicht deine Hände abwischen, bis du sie geleckt hast oder sie von jemand anderem lecken lässt. Ich will mal sehen, wie die Muslime das praktizieren. Sofort! Wenn ihr euren Propheten liebt, dann macht das doch mal. Stell dir mal vor, der Herr Jesus Christus hätte uns sowas befohlen. Ich hätte sofort in Frage gestellt und gesagt: Was? Ich soll meinen Finger in den Mund von einem anderen Typen stecken, damit er die sauber leckt, oder was? Ja, ich weiß, ich weiß. Egal, ich wollte gar nicht debattieren oder so. Ich wollte sagen, bleib stabil und mach weiter Videos und mir reicht. Genau, sehr gut. Also hau rein, ciao. Du bete für deinen Dr. Sheikh Abamir. So. Ja, das ist heftig, ne, wenn man das dann hört, ne, und die Muslime dann sowas gar nicht kannten, ne, dass auf einmal sie bei einem Essen nicht nur den Finger so, also so sauber machen sollen, sondern lecken oder ihn von jemand anderes lecken lassen. Welcher Muslim macht sowas denn? Das ist unglaublich. Alexa antwortet: Wo ist Abu Hetzerei? Alexa! Antworte mir. Alexa, wo ist mein Bruder Abu Hetzerei? Hetzman ruft ihn. Geh mit Irfan live. Ist er denn live oder was? Ist er live? Wie kann man das denn machen? Ich sehe gerade so in der Liste. Wer? Ach so. Er matcht. Ja, das ist heftig. Habe ich schon gesehen. Er macht Matches. Er ist heftig. Ja, aber gut. Ja, muss jeder für sich selber wissen. Ne? Muss jeder für sich selber wissen. Reza muss mit dem Hund raus. Achso, okay. Danke, Alexa, für deine Antwort. Vielen Dank für die ganzen Likes, ihr Lieben. Vielen Dank für die ganzen Geschenke. Möge der Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen und euch bewahren. Was? Amir, sprich mal nach. Ashadu. Ashadu. Hast du Excalibur aus Irfan? Ja, genau, Dr. Sheikh Abu Amir ist endlich wieder da, ja, genau. Beste TikToker, ey. Mohammed al-TikToki. Beste TikToker, ja, Dankeschön. Gurat, sagt er. Danke, Mufti Abu Amir.
Wie viel Geld geben die dir, Kreuzritter? Ja, wenn ich Matches machen würde, dann würdest du sehen, wie viel Geld die mir da geben. Ja, aber das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Amen, mein Bruder, Gott segne dich. Gott segne auch dich, mein Lieber. Gehen wir mit Marcel Kraßler. Ja, das wäre cool. Das wäre echt gut. Match bitte. Nein, warum? Amir, isst du vegan oder auch viel Fleisch wegen Fitness? Ja, ich bin Tyrannosaurus Hetz. Tyrannosaurus Hetz ist sehr viel Hetzfleisch. Irfan klärt nicht auf, sondern beleidigt nur. Ja. Muss man beten, ne? Jeder ist ab und zu mal auch fleischlich unterwegs und natürlich, wenn er die ganze Zeit von hier und da beleidigt wird und die Muslime ja dermaßen nur beleidigen sind, natürlich flippt der ein oder andere aus und beleidigt zurück. Ne? Aber da muss man auch selber dann auch in sich hineinkehren und sagen, Gott segne dich, ne? Der Herr Jesus Christus geht da ein bisschen vor dann. Ne? Muss man immer abwägen. Ne? Wo muss ich mich bewerben für die Kreuzritter? Bei mir, bei Dr. Scherer, bei mir. Komm und schließ dich den Kreuzrittern an. Wir verteilen die Botschaft nur mit Liebe. Amir, welche Gemeinde kannst du mir empfehlen? Ja, du musst schauen, wie du eine gute Gemeinde findest. Am besten immer prüfen. Sobald du eine Gemeinde suchst, du kannst ja in Google eingeben, Gemeinden in deiner Nähe. Christliche Gemeinden in deiner Nähe, dann suchst du dir einfach eine aus. Du gehst von Gemeinde zu Gemeinde und dann prüfst du die Leute. An was glauben sie, was predigen sie dort und, und. Und wenn dein Geist, der in dir ist, der Heilige Geist, der in dir ist, diese Menschen geprüft hat und du der Meinung bist, das ist hier gut und die predigen gut das Wort, dann kannst du auch dort ganz normal aktiv werden in der Gemeinde. Ne? Es gibt natürlich keine perfekten Gemeinden, das weiß jeder. Aber du kannst dir durch das Prüfen und durch, also wie das Wort Gottes uns ja sagt, prüfe die Geister, ob sie aus Gott sind. Ne? Und das sollte immer wie nennt man das? Ja, so eine Richtschnur sein. Ne? Sobald wir in eine Gemeinde reinkommen, sobald wir mit Christen unterwegs sind, ne? Sie prüfen, ne? Was sie da lehren, was sie da glauben. Ja, danke schön für die 100.000 Likes. Das ist unglaublich. Ich habe mit einer der stärksten Communities hier auf TikTok. Das ist unglaublich. Möge der Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen. Wann kommt denn Großmufti Abu Reza? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, der ist erst mal mit den Doggy Dogs draußen. Ne? Amir kommt aus Bosnien-Herzegowina. Er kommt aus Bosnien. Aus Bosnien. Aus der Bosnien. Guten Abend. Guten Abend, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Ja, Dito, Bratta, ich habe gerade gegessen. Könntest du eventuell Ich meinen hoffe, du hast deine Finger nicht abgesch also so Deswegen sauber meine ich, gemacht. könntest du eventuell meine Finger Dr. Scherer, aber mir gehört dem Kult nicht mehr an. Also ganz ehrlich, das ist das Schwachsinnigste, was ich hier gehört habe. Ja, Wirklich. ist das nicht Wahnsinn? Ist das nicht heftig? Also, Und dann zeigt das den Muslimen mal, die sagen, nein, wir können ja. Bukhari nicht vertrauen. Die akzeptieren nur das, was denen gefällt. Und Genau. das geht nicht, das ist Heuchelei. Danke, Elohim. Möge der Ja, Jesus wenn du es Christus euch nicht alle sagst, segnen. dann glauben die gar nichts. Von wegen, ja, ist so. Ja, das ist natürlich sehr, sehr heftig. Stell mal vor, dein Prophet sagt oder dein Vorbild sagt zu dir, wenn du isst, dann sollst du deine Finger nicht abwischen, sondern in deinen Mund stecken zum Ablecken oder in den Mund von jemand anderem. Was ist das denn bitte, Mann? Stand er unter Nee. schwarzer Magie, als er diese Worte gesagt hat, oder wie?
Mega. Ich verstehe gar nicht, wieso jedes Mal Mohammed als Prophet dargestellt wird, obwohl er als ganz normaler Mensch auf die Welt kam. Ja. Die vergöttern ihn ohne Grund. Ich hätte ich auch gerne gehabt, ganz ehrlich. Ich wäre auch gern so ein Mohammed. Natürlich, der kam ja an allem ran, an Frauen, an Geld, an Reich, also an Ja, Reichtum, an Frauen, 13 Pfund. an Das ist, wo Macht, du das vorhin Ehre. erzählt hast, ne? Mit dieser Geschichte, dass er so eine Runde gemacht hat. Ich kam mir echt eklig vor, wirklich. Weil das Ja, so ist heftig. Fremdschämen, Ja, weißt man du, schämt sich, Fremdschämen ja genau, war. man schämt sich, genau. Das ist widerliches sowas. Und dass die ganzen Muslime das nicht einsehen. Keine Ahnung. Tja. Die wollen es nicht einsehen. Extra nicht. Ja, das Und was ist ich das. mich immer frage, was ich mich wirklich tagtäglich frage, ist, warum ist alles immer der Koran, okay, alles arabisch und alle Schwarzköpfe, also alles ist so ein gesamtes, so ein Paket. Schwarz, nichts gegen die Ausländer, ich bin selber eine, aber ich meine, Du Außengeländer, du. ist wirklich so. Ich komme aus Kosovo und weißt du, Schwarzköpfe, arabisch und alle immer böse, alles immer böse und hast du nicht gesehen. Also alles immer und da soll so ein Deutscher, der aus dem Dorf kommt, ja, ganz lieb, lieb, nett, meinetwegen, ja, soll sich dann quasi dieser Religion anschließen. Da passt du doch gar nicht rein. Die sind doch alle aggressiv. Da kann jeder Ja. sagen, was er will. Immer wieder sind alle aggressiv. Es ist Natürlich. einfach so. Wenn sie so tun am Anfang, sagen sie, nee, nee, das ist Frieden. Der Islam, der ist einfach nur friedlich. Der ist friedlich. Und früher oder später, sobald man irgendwie eine schlimme Ecke von denen erwischt, siehst du, wie die beschimpfen, wie die machen, wie die tun. Und dann weißt du genau, okay, alles klar, das ist nur alles nur Spielerei. Alles nur Ja. Spielerei. Und keiner merkt es. Es ist unglaublich. Ja, aber in letzter Zeit fällt mir auf, dass sehr viele Albaner auch den Islam in Frage stellen. Also sehr viele von dort ist auch eine riesen Apostasie Ja. läuft da gerade ab, ne? Das ist heftig. Ja. Ja gut, ich weiß nicht, gibt es ja auch viele, viele in Albanien, die Christen sind, ne? Ja, Gibt es auch viele natürlich, ja. Christen. Ja. Ja, das ist alles schon ein bisschen. Ich hoffe natürlich, dass sehr viele Menschen noch zum Glauben finden, egal welche Nationalität, ne? Es geht ja einzig und allein um ihr Seelenheil, ne? Das aufs Spiel gesetzt wird, ne? Wenn sie irgendeiner Ja. anderen Religion angehören und nicht den lebendigen Gott in Jesus Christus annehmen als ihren persönlichen Retter, Herrn und Heiland, ne? Der Ja. Messias, der für sie bezahlt hat, ne? Für all ihre Schuld. Nee, laut den Muslimen ist ja Mohammed der einzig wahre. Das Ja, der ist Beste totaler von Blödsinn. allen. Alles total, ja, ein totaler Blödsinn. Schwachsinn. Die checken es einfach nicht. Also, da können wir deren ganzen Köpfe echt gegen die Wand hauen. Einfach nur nervig. Ja, Und die versuchen so sieht's jedes Mal auf aus. Neue, dich irgendwie in den Bann zu ziehen. Immer Ja. wieder. Mit irgendwelchen Sachen, die vielleicht eventuell im Koran stehen oder in der Bibel, je nachdem, ob das was Gutes ist oder nicht. Aber gut, das ist so. Ja, mein Lieber, so ist das. Hast du denn selber deine Ja, persönliche guter. Ja. Entscheidung für Jesus Christus getroffen? Bitte? Hast du selber denn deine persönliche Entscheidung für Jesus Christus getroffen? Ich bin dir wirklich ehrlich. Es ist so, dass ich also zum Islam, gut, ich bin so geboren und beschnitten, solche Geschichten, aber ich bin kein Muslime. Ich bin auch, momentan bin ich zwiegespalten seit längerer Zeit schon. Mir ist klar, dass Jesus und Gott, oder, ja, das ist die Frage jetzt, weil du sagst, oder es wird gesagt, dass Jesus Gott ist. Und das kann ich nicht so ganz verstehen. Ich bin dir ehrlich, ich kann es nicht verstehen, weil ich immer weiß, Du darfst einfach Jesus, Gott nicht der mit deinem Sohn. Verstand einschränken. Du darfst einfach Gott nicht mit deinem Verstand einschränken. Der Sohn Gottes bedeutet nicht, dass Gott mit einer Frau intim werden musste, so wie der ignorante Gott Allah, also der ignorante Gott der Muslime das behauptet, sondern das ist eine geistliche Sohnschaft. Das ist Gott der Sohn, der sich losgelöst hat und Mensch wurde. Verstehst du? Du musst das als Titel sehen, Sohn Gottes.
Gott kann alles. Er kann im Himmel sein, also beziehungsweise im Paradies sein, aber auch sowohl gleichzeitig auch als Mensch auftreten. Gott ist nichts unmöglich. Ja, ja klar. Er kann eine menschliche Natur haben, er kann auch eine göttliche Natur haben. Wir dürfen einfach Gott nicht mit unserem Verstand einschränken. Wenn wir das machen, was die Muslime die ganze Zeit ja tun, dann haben wir verloren. Und da haben wir eine Blockade dann hier drin. Und das müssen wir sofort lösen, diese Blockade. 100%. Denn Gott ist nichts unmöglich. So musst du das sehen. Ich bin mir sowas von sicher, dass die ganzen Muslime, die sich hier auch ein bisschen auskennen mit dem Koran, mit denen du ja quasi debattiert hast, dass die im Innerlichen genau das Gleiche denken. Ja, scheiße, kann hier irgendwie gar nicht sein. Ne? Und das natürlich nicht zugeben. Ne? Aber im Inneren werden die hundertprozentig das Gleiche denken. Von wegen, das, ja, Mohammed, ja, 9 Jahre in Jungfahrt, ja, hier, ah, ist schon ein bisschen hart. Ja, früher war das so, von wegen, das war alles. Ja, hier, warte mal, hier fragt jemand, Amir, was bekommt eine Muslimin im Paradies versprochen? Ja, das ist das. Die Muslimin bekommt einfach nur ihren letzten Ehemann, den sie hier auf der Erde hatte. Und stellt euch mal vor, ey, der Mann hat sie total schlecht behandelt und ist dann einfach mehr oder weniger so ein richtiger Drecksack gewesen. Und den wird sie dann auch dort im Himmelreich wieder begegnen. Ey. Na super. Das ist der Wahnsinn. Ey. Na super. Ey. Und dann kann ich dabei zugucken, wie der Mann so diese 72 Hurel Ain am Beglücken ist und deren Jungfernhäutchen am Zerfetzen ist. Was soll das, Mann? Allein von der Perspektive müssen wir schon sagen, ey, der Islam ist sofort abzulehnen. Das kann nicht von Gott kommen, so eine ungeistliche Schrott. Richtig. So sieht's aus. Hast du noch eine Frage, mein Lieber? Ehrlich gesagt nicht. Ich bin nur tagtäglich davon. Ich bin quasi jeden Tag sauer. Ich bin jeden Tag sauer, weil ich genau weiß und sehe, dass das alles nur Blödsinn ist. Aber die trotzdem irgendwo damit durchkommen. Und wenn ich dann sehe, dass andere den Islam konventieren, ich krieg nur. Die Muslime sind ja auch. Die Muslime sind ja auch fleißig und aktiv und betreiben ihre Dawa, ihre Täuschung. Ne? Das ist unglaublich. Ja, Propaganda, genau. Ja, gut, okay. Dann lass dich nicht aufhalten. Gott segne dich, mein Lieber. Ich hoffe natürlich, dass du dich hinsetzt und die Evangelien mal durchliest. Es schadet ja nicht, einfach mal sich hinsetzen abends und Matthäus, Markus, Lukas und Johannes mal zu lesen. Ne? Ist doch gut, ist doch schön. Ja, oder vorlesen lassen. Also ich bin nicht so der Lesetyp, aber... YouTube, ja, okay, dann lad dir einfach die App runter, diese Bibel-App, und dann kannst du dir das anhören als Audio-Bibel. Oder YouTube. Wie heißt gibt's auch sehr wie viele... Bibel-App? Die ganz normale. Gibt's ein Bibel-App. Da kommt schon die am meisten runtergeladen wurde. Das ist so eine. Also du musst dir vorstellen, das hat so ein Cover ungefähr. So ein Braun mit so einem Goldverschnitt. Ja, cool. Das ist doch ein noch einfacher. Sehr gut. Alles klar. Das schönste Buch der Welt. Ja. Danke dir, Peter. Dann hören wir uns. Okay, mein Lieber. Gott segne dich. Schönen Abend. Danke dir. Dir auch. Ciao. Ciao, ciao. Ah, Bruder Marc ist hier drin. Bruder, Gottes Segen. Bruder, kann dieser Gottes Segen auch dir. Schlepper mit Herz, kann der noch mal kurz rein, weil ich würde ihm das noch mal kurz vielleicht erklären. Also Schlepper mit Herz, was wenn du noch drin bist, komm mal noch mal kurz bitte rein, falls du... Was möchtest du ihm erklären? Die Gottheit, meinst du? Ja, genau, weil vielleicht, also ich könnte ihm noch dazu noch was erklären, was vielleicht auch noch mal vielleicht, sag ich mal... Ja, er darf einfach, das Wichtigste ist, er darf einfach nicht Gott einschränken. Gott kann sowohl im Himmel sein, als auch hier auf der Erde kommen. Er kann alles gleichzeitig, sonst wäre er ja nicht Gott. Verstehst du? Und das machen die Muslime ständig und immer wieder. Genau, also Schlepper mit Herz, falls du noch drin bist, du musst auch wissen, mein Lieber, Schlepper mit Herz, vielleicht, dass es dir nochmal ein besseres Verständnis nochmal gibt. Die Bibel sagt ja auch, dass Jesus Christus das Wort ist, ne? Und da nimmt der Apostel Johannes Bezug auf Genesis 1, wo Gott durch sein Wort alles erschaffen hat. Und das heißt, das Wort von Gott ist ja ein Teil von Gottes Natur. Ne? Ja, genau, dass niemals unabhängig von ihm ist, sondern immer schon mit ihm war. Genau, und wenn es ein Teil von Gottes Natur ist, das Wort Gottes, dann heißt es ja auch, dass es Gott ist, weil es von ihm kommt. Und genau dieses Wort, sagt die Bibel,
im Anfang war das wurde Wort, Fleisch. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch. Das heißt, die zweite Amen. Person des einen Gottes wurde Mensch und das ist das Wort Gottes, Jesus Christus, was zu seiner Natur gehört und somit ist es ja immer noch ein Gott. Ja, genau. Ja, nur der Hebräerbrief ist schon ein Wahnsinn, wenn wir uns das durchlesen, wie die Gottheit des Herrn Jesus Christus daraus kristallisiert wird. Achtung, ich lese mal vor. Hebräer Kapitel 1. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Amen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihnen. Denn zu welchen von den Engeln hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und wenn er, der Erstgeborene, wiederum in die Welt einführt, spricht er und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Von den Engeln zwar sagt er, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen, aber von dem Sohn, dein Thron, o Gott, wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Gefährten und du, o Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst, sie alle aber werden veralten wie ein Kleid und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen und sie sollen ausgewechselt werden. Du aber bleibst derselbe und deine Jahre nehmen kein Ende. Zu welchen von den Engeln hat er denn jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich dir deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Sie sind nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, welcher das Heil erben soll. Da sehen wir, was für eine Power. Und vor allem, da sehen wir ja, dass der Vater über seinen Sohn Zeugnis gibt, dass er Jahwe ist. Und er zitiert ja die Textstelle aus Psalm 45, wo ja nur über Gott gesprochen wird. Ne? Richtig. Weißt du, was witzig ist? Der Vater nennt den Sohn Gott. Der Vater nennt den Sohn Gott. Das musst du dem, siehst du? Ja, Mann. Aha. Und weißt du, was interessant ist? Zurzeit habe ich so ein Argument, so ein islamisches Argument mir ein bisschen herausgearbeitet, dass es im Koran zwei Schöpfer gibt, ne? Und das ist eben, also zwei Götter. Und das ist eben so zu verstehen, weil in Sure 19, Vers 17 bis 19, da sagt Allah, und wir sandten unseren Geist zu Maria, der eine menschliche Form annahm. Also dieser Geist konnte sogar Mensch werden, was Allah nicht kann. Also das heißt, dieser Geist kann etwas, was Allah nicht kann, und zwar Mensch werden. Yeah. Und dieser Geist haucht sogar in Maria Leben ein, obwohl im Koran in Sure 10, Vers 56 und in Sure 112, Vers 4 steht, dass nur Allah Leben geben kann. Das heißt, dieser Geist hat eine Eigenschaft, die Allah gleicht, das heißt Leben geben, also sind es zwei Götter. Ne? Ja. Und also, das heißt immer, wenn sie sagen, zu uns drei Götter, was natürlich theologisch falsch ist, dann muss man einfach mal den Spieß umdrehen und glaub mir, Gott ist mein Zeuge, ich habe 3 bis 4 Mal dieses Argument gebracht und jedes Mal hat der Muslim gesagt, ich kann dir jetzt darauf keine Antwort geben. So, also, weißt du, es reicht nicht einfach zu predigen, es gibt nur einen Gott, ey, das glauben Juden, das glauben Christen, das glauben sogar es glauben auch Jesiden. Geh mal ein bisschen tiefer in die Schrift und dann siehst du, was dein Koran sagt, was da für Fehler entstehen und was für ein Götzendienst dann eigentlich entsteht, ja. Ja, und hier würde ich erstmal Shalom an euch alle. Jeder möchte gerne auf eine Debatte mit Marc einladen auf Hakika TV über wer ist der Heilige Geist im Islam. Also es gibt leider bis jetzt nicht. Du hast mir auch gesagt, dass Muslime gerne dazu kommen sollen. Ja, sie sagen, das wäre Jibril, aber man sieht keine einzige Stelle im Koran, die das bezeugt, dass es Jibril wäre. Versteht ihr? Nicht nur das, Bruder. Selbst im Koran wird zwischen den Engeln und dem Geist unterschieden, in Sure 70, Vers 4 zum Beispiel. Und
Und ja. Mohammed wird sogar gefragt in Sure 17, Vers 85, wer ist dieser Geist? Und er sagt, euch ist wenig Wissen gegeben, es ist ein Geheimnis. Also, heftig, es wird nicht mal beantwortet, während wir bei unserer Bibel ein klares Statement bekommen, wer der Heilige Geist ist, und zwar, dass er aus Gott kommt, aus seiner Natur hervorgeht und somit Gott ist. Er ist selber Gott, Apostelgeschichte 5, 1 bis 4, ist Gott. Ja, Amen. Ihr kennt ja dieses, wo Jesaja 6, Kapitel 6, Vers 8 bis 10 sagt, dass der Herr... dass der Herr spricht, dass dieses Volk blind ist und nicht hören und nicht sehen, obwohl die sehen. Und in Apostelgeschichte 27, Paulus nennt den gleichen Zitat, aber er sagt nicht, dass Herr spricht, sondern der Heilige Geist spricht zu Jesaja. Kennt ihr diesen eigentlich Vers? Welcher Vers war das? Jesaja 6? Genau, wo genau und der Parallelstelle in Apostelgeschichte 27 irgendwo, also ich kann ja kurz suchen, aber da genau das, ich gehe kurz auf meinen Laptop, dann suche ich mal. Ja, also in Johannes 12 zum Beispiel, ich weiß, welche Stelle du meinst, Bruder, ne? In Johannes 12, da sagt der Jesus. Ich meine Apostelgeschichte. Zeig mal, Bruder. Ganz kurz. Gib mir kurz Zeit, da habe ich mal auch mich damit beschäftigt, ob der Heilige Geist Gott ist. Natürlich, die Bibel sagt ganz klar, dass der Heilige Geist Gott ist. Natürlich. Wir haben tatsächlich eine Debatte, der Bruder Bion mit Andreas auf YouTube eine Debatte gemacht, ist der Heilige Geist Gott? Und das war auch richtig heftig. Moment. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat, ja. Aber ja, die Frage also ist, wer in der Höhle hat den Mohammed gewürgt? Wer war das? Wie kann man das biblisch und islamisch begründen, wer das war? Ja, also islamisch gesehen sagt der Mohammed ja selber, dass Jibril in Form eines Dämons zu ihm kam, der nennt ihn Al-Abyad, den weißen Dämon. Die glauben an gute Dämonen und an schlechte Dämonen. Aber ein Dämon bleibt immer ein Dämon, der nur Schlechtes im Sinne hat. Und das ist eine große Katastrophe im Islam. Die bezeichnen sogar so unreine Geister, Dämonen, so als auch gute Djinns. Das ist ein Desaster. Das ist also, und allein schon im Alten Testament sagt ja Gott im Buch Mose, im fünften Buch Mose, oder im dritten Buch Mose muss ich genau gucken, dass man nicht zu einem toten Menschen rufen darf. Und es gibt ein Hadith in Sahih al-Bukhari, wo Mohammed sagt, dass sie im Gebet ihn erwähnen müssen und sagen müssen, O Prophet Mohammed, du bist der Gesandte. Das heißt, eigentlich in diesen 5 Tagesgebeten erwähnen sie immer Mohammed, obwohl er tot ist. Und das geht ganz gut. Ja, die reden ja zu ihm. Die genau. reden ja natürlich zu ihm. Die sagen ja die ganze Zeit, Assalamu alaika, hey Johann Nabiyo, die reden direkt zu Mohammed, zu einem Toten, der schon längst tot ist. Als könnte er ihre Gebete erhören. Bruder, schlag mal Jesaja 6, 8 bis 10. Lies mal kurz vor. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh und sprich zu diesem Volk, hört immer fort und versteht nicht, seht immer zu und erkennt nicht. Soll ich noch weiterlesen? Genau, bis 10. Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Genau, dann schlag die Parallelstelle Apostelgeschichte 28, 25 bis 27. Ihr habt den Zitat verstanden. Gott zu Jesaja sagt. Der Herr, ich hörte die Stimme des Herrn und sprach, wem soll ich senden? Apostelgeschichte, was? 28, Vers 25 bis 27. 28, 25 bis 27. Apostelgeschichte 20, ne? 28. 28. Und 25 bis 27. So, 28, 25 bis 27.
Da sie sich aber nicht einigen konnten, trennten sie sich. Nachdem Paulus das eine Wort gesagt hatte, trefflich hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu unseren Vätern geredet, als er sprach, geh hin zu diesem Volk und sprich, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und mit den Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. So sollt ihr nun wissen, dass das Heil Gottes zu den Heiden gesandt ist und sie werden auch hören. Hast du gemerkt? Hast du gemerkt? Ja, ja, heftig. Ja, das, ja. Das ist so, Apostel Paulus. Wie perfekt, das, ne? Das war ein Pharisäer, er hat das Alte Testament viel besser als wir verstanden. Und natürlich, das war ein Schriftkundiger. Was meinst du, warum der Herr ihn auserwählt hat? Weil er das Alte Testament perfekt kennt, der Paulus. Genau. Perfekt. Genau, und er zitiert in Jesaja Schrift, genau wo steht, dass der Herr zu Jesaja spricht und er sagt, der Heilige Geist hier. Amen, ey, das kannte ich gar nicht, Amen. Das Argument. Das. Natürlich haben die Juden an einen dreieinigen Gott geglaubt. Wenn es nicht dreieinig wäre, wenn es Jesus, der Heilige Geist nicht Gott wäre, warum nennt Paulus dieses Zitat so? Ja, Mann. Ja. Ja, krass. Und dasselbe wird auch über den Sohn gesagt, in Johannes 12, Vers 38 bis 40, wo auch die Textstelle aus Jesaja 6 zitiert wird, dass er halt, dass Jesaja die Herrlichkeit, seine Herrlichkeit sah. Und wir sehen, dass Jesaja die Herrlichkeit von Gott sah. Digga, das ist Trinität gleich, Mann. Ja. Amen. Aber Leute sind... Du siehst also, die ganze Bibel, allein der erste, im ersten Buch Mose, haben wir schon die Trinität. Sofort. Das Wort, ja, der Geist und Gott selbst. Siehst du? Amen. Der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Durch das Wort ist alles entstanden, durch den Herrn Jesus Christus. Wer ist das Wort? Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Jesus Christus ist der allmächtige Gott, der ins Fleisch gekommen ist, der das Brot den Juden damals schon gegeben hat. Und er ist das Brot des Lebens, was vom Himmel kam. Amen. Und manche, leider manche Antitrinitarier, die, ich glaube, die hassen Jesus und versuchen den Vers so auszulegen. Nein, nein, Gott hat gesprochen, wie im Islam. Gott hat gesprochen und das ist nicht, dieses Wort ist nicht Gott. Aber wenn du 1. Johannesbrief guckst, wo steht, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir gesehen haben, von Wort des Lebens. Und dieses Wort ist uns erschienen und dieses Wort ist Jesus, das Leben. Und Offenbarung 19,13 steht, das Wort ist Gott. Hört ihr ihn? Hm? Ich höre ihn, ja. Hallo? Amir ist weg. Ich glaube, sein Internet, ja. Ja, ja, ja. Ja, Bruder, mir geht's gut, Bruder. Ja, Bruder, versuch echt jemanden zu organisieren. Die Debatte ist, wer ist der Heilige Geist im Koran? Ja, Bruder, ich würde gerne, wie gesagt, organisieren und du hast mich angesprochen dafür und ich würde mich echt freuen, wenn jemand gibt, aber bis jetzt gibt's nicht, also. Ja, Bruder, die rennen alle. Also, ja, ja. ich hab das gerade nicht gehört, also die Dings ist, Verbindung war kurz weg. Ja, die wollen nicht, dass Dr. Sheikh Abu Amir hier unter... Dr. Sheikh Abu Amir. Ja, das Bild von Amir, ne, wo der aussieht wie so ein schiitischer Sheikh. Der Beste, ne? Zu wild, Digga. Wahnsinn, ne? Blick machen, ohne Witz. Ja, ich sehe aus wie so ein richtiger schiitischer Gotteskrieger, ne? Der gerade auf dem Weg ist, ein Shahid zu werden, ne? Bruder, ich habe echt ein mieses Video von dir gesehen auf meiner For You, wo jemand zu dir gesagt hat, dass, ich will das jetzt nicht erwähnen, ne, dass deine Eltern Moslems sind und ja, du weißt schon. Ja, ne? Ja, Bruder, ja, das ja. War echt heftig, ne? Das war echt dämonisch, Bruder. Mehr kann richtig teuflisch. Aber Gott sei Dank haben wir nicht das Gleiche wie er getan, sondern gesegnet. Ja. Und seine Eltern nicht beleidigt, weil seine Eltern sind bestimmt wundervolle Menschen, aber er ist natürlich teuflisch besessen, ne?
krank, Digga, ja. Okay, Bruder, dann ich verabschiede mich. Gottes Segen. Alles klar, danke für deine Zeit. Gott segne dich, mein Lieber. Und Omar, wir schreiben auch. Ja, genau. Ja? Wenn jemand gibt für eine Debatte, sage ich dir Bescheid. Ich würde mich, wie gesagt, auch wenn Muslime hier gerne sind und sagen, wir legen falsch, ich würde mich freuen auf Hakika TV. Ihr seid alle eingeladen für eine Debatte. Klaus gibt's. Wir wünschen uns auch eine Debatte machen, wo das nur ein islamisches Thema ist. Haben wir nicht. Es ist einfach schwierig, jemanden zu finden, leider. Guck mal hier. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Wir aber, die wir daran glauben, ist es eine Gotteskraft. 1. Korinther 1, 18. Ja, Amen. Amen. Heftig, wie das Kreuz auch die ganze Zeit so am Leuchten ist, damit die Leute schön sehen. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns, die wir dran glauben, ist es eine Gotteskraft. Das kann jeder von euch nachschlagen. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 18. Amir, hast du einen Lieblingsbibelvers? Was ist dein? Ja, 1. Johannes 4, 7. Das ist mein absoluter Bibelvers. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, der ist aus Gott geboren, erkennt Gott. Derjenige, der nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Amen. Und Amen. Amen, Dr. Scherer, Amen. Amir. Wie ich diese ganzen Verse in meinen Kopf eingebrannt habe, ist unglaublich. Ja, das ist echt bei dir auch krass, wenn du immer auch über Koran redest, sofort sagst du, im Sura das und das steht da, im Sura das und das. Das muss sitzen. Du kannst nicht einfach dann dich hier hinstellen und so einen Livestream durchführen und du kannst nicht mal ein paar Verse nennen, wo man eine Grundlage hat zum Diskutieren. Weißt du, was ich meine? Das geht nicht. Ja, das stimmt. Ja, du musst sowohl ein paar Hadithe kennen als auch den Koran, also von daher, und auch die Bibel. Und das ist natürlich ein sehr langer Prozess, den man hinter sich bringen muss, ne? Man muss halt viel lesen und dann irgendwann kann man das in seinen Kopf so, reinprägen. Es ist wie, ist es auf der Straße auch geworden. Wir sind ja jeden Samstag auf der Straße, ist wie mein Job geworden. Bevor die reden, ich weiß, was die fragen. Ja, glaubst du, dass Gott allwissend ist? Ja, in Markus 13, 32 direkt. Sofort. Nur wenn ich diesen Satz höre, sofort. Das ist echt so krass, oder? Ja, aber das, was interessant ist, dass Muslime nur über Gottheit Jesu reden. Die stellen immer so die Frage, Jesus ist nicht Gott. Aber auf der Straße merke ich, wenn ich über Kreuzigung rede, zum Beispiel Sura 4, 157, keiner kommt dann durch. Also. Ja, hier fragt gerade ein. Oh, ne? Abu Elefant, ja. Ja, ich habe einen Lieblingspsalm. Das ist Psalm 91. Lass mich dir vorlesen. Hast du auch einen Lieblingspsalm? Meinst du mich? Ja. Also ich mag... Eigentlich sind alle Psalme sind wundervoll. Ja, schon. Also Psalm 22 ist auch was Schönes. Das ist eine Prophezeiung. Hier, guck mal. Psalm 91, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten von der Schlinge des Vogelstellers und vor den verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken. Und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finsteren schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch nicht dich nicht treffen. Ja, mit eigenen Augen wirst du es sehen und zuschauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht. Den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinen Zeiten, zu deinem Zelt sich nahen. Denn er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben, da sie sich behüten,
da sie dich behüten auf all deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf den Löwen und die Otter wirst du den Fuß setzen, wirst den Junglöwen und den Drachen zertreten. Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Das ist das, wenn der Herr Jesus Christus dir Schutz gewährt. Ha? Ja. Wie ja, heftig mal, der Psalm? Lies mal auch Psalm 89, 9 bis 10. Ja. Psalm 89, 9 bis 10. O Herr, Gott der Herrscharen, wer ist mächtig wie du, Herr? Und deine Treue ist um dich her. Du beherrschst da das ungestüme Meer. Wenn sich seine Wogen erheben, so stillst du sie. Ja, stimmt, als der Herr Jesus gesagt hat, dass das Meer sich beruhigen soll, ne? Krass. Er ist der Herr über die Meere, ne? Krass, Psalm, also im Psalm 22, es wird exakt über die Kreuzigung, ja, gesprochen, wo in der Zeit keine Kreuzigung gab. So ist das. Ja, das ist, dieser Gott kann man nicht verleugnen, wenn man einmal... Diesen Gott kann man nicht verleugnen, diesen Gott muss man seine Seele übergeben an diejenigen, die noch keine Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben. Ich bitte euch von Herzen, trefft heute noch eure Entscheidung für ihn. Ich weiß ja nicht, wer hier drin ist. Wirft eure Gnade nicht weg, sondern nehmt die Gnade des Herrn Jesus Christus an. Und Bruder, ich habe mal mit einem verfolgten Geschwister geredet. Die wurden in muslimische Länder ausgepeitscht für den Herrn. Weißt du, was die gesagt Heftig. Haben? Als wir gebetet haben und den Herrn angebetet haben, dieser Schlag haben keine Kräfte mehr gehabt. Das ist, wow. Das ist unser Gott. Das ist Wahnsinn. Halleluja. Bruder, ich kenne Afghanen, die in Afghanistan das Wort verkündigt haben und jetzt nicht mehr leben für den Herrn. Das ist unglaublich. Ja, es gibt viele Geschwister, die dann in die islamischen Länder dann ausgereist sind, um das Wort Gottes zu verkünden. Die sind alle hingerichtet worden. Das ist unglaublich. Ich habe heute ein bisschen auch stille Zeit gemacht. Habt ihr Apostelgeschichte 7 mal gelesen? Boah, das ist, mir kam so die Gedanke, ey... Ja, du siehst ja, was der Apostel Paulus alles erlitten hat. In 2. Korinther müsste es sein, ne? 2. Korinther... 2. Korinther? Wo war das nochmal, als er gesagt hat, dass wir alles erleiden für den Herrn? Dass wir Schiffsbruch erlitten haben, alles, ne? Das weiß ich leider nicht. Doch, 2. Korinther, sage ich dir jetzt sofort was. Das müssen wir auch nochmal ganz kurz hier bringen. Hier, Leiden im Aposteldienst, so heißt auch die Überschrift. 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 16. Ich sage nochmals, niemand soll mich für töricht halten, andernfalls aber nehmt mich als einen Törichten an, damit auch ich mich ein wenig rühmen kann. Was ich jetzt rede, das rede ich nicht dem Herrn gemäß, sondern wie in den Torheit in diesem zuversichtlichen Rühmen. Da viele sich rühmen nach dem Fleisch, will auch ich mich rühmen. Ihr, die ihr klug seid, ertragt ja gerne die Törichten. Ihr ertragt es ja, wenn jemand euch versklavt, wenn jemand euch aufzerrt, wenn jemand euch einfängt.
wenn jemand sich überhebt, wenn jemand euch ins Gesicht schlägt, zur Schande sage ich das, dass wir so schwach waren, worauf aber jemand pocht, ich rede in Torheit, darauf poche ich auch. Sie sind Hebräer, ich bin es auch. Sie sind Israeliten, ich auch. Sie sind Abrahams Same, ich auch. Sie sind Diener des Christus, ich rede unsinnig. Ich bin's noch mehr. Ich habe weit mehr Mühsal über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5-mal 40 Schläge weniger einen empfangen. 3-mal bin ich mit Ruten geschlagen. 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffsbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren, auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren von eigenem Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße, zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich bin nicht nicht auch schwach? Wem wird Anstoß bereitet und ich empfinde nicht brennenden Schmerz? Wenn ich mich rühmen soll, so will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der gelobt sei in Ewigkeit, er weiß, dass ich nicht lüge. In Damaskus bewachte der Statthalter des Königs Aretas die Stadt der Damazener, weil er mich verhaften wollte. Und ich wurde durch ein Fenster in einem Korb an der Mauer hinabgelassen und er entkam seinen Händen. Du siehst also, wie viel der Apostel Paulus gelitten hat für den Glauben. Und wir trauen uns noch nicht mal hier in der Öffentlichkeit Jesus Christus.